So, herzlich willkommen zurück. Ich bin froh, dass ich euch jetzt erst einmal mitteilen darf, dass wir endlich auch mal jemand anderen spielen dürfen. Jetzt nach dem letzten Video, wo wir ja am Ende noch ein bisschen aus der Vergangenheit von Annette gelernt haben, dürfen wir jetzt auch tatsächlich mit ihr spielen. Was mir am Ende des letzten Videos ehrlich gesagt gar nicht mal so aufgefallen ist. Haben wir nebenbei überhaupt eine Mission? Eher weniger. Nicht so wirklich danach aus. Zuerst mal würde ich gerne schauen, was haben wir denn so für Skills? Sieht an sich... Alles klar. Okay. Genau, ich habe hier schon mal ein bisschen Gear hinzugefügt. Was mir dabei aufgefallen ist, dass wir zum Beispiel die Waffe und die Rüstung Durangard und Spirit Garment, dass wir das gar nicht entfernen können. Dafür muss ich auf der anderen Seite sagen, dass ich die Stats zum Beispiel von Durandal gar nicht mal so schlecht finde. Ich wage mal blöd zu behaupten, dass das mit die stärksten Stats im Spiel sind, da wir Durandal, wie gesagt, gar nicht entfernen können. Vielleicht werden wir später die Möglichkeit dazu haben. Was die Spirit Garment angeht, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, okay, wir müssen erst Sarah treffen. Ach ja, genau, wir wurden ja von Sarah geordert. Okay, also wir müssen Cliff unterstützen. Und Cliff untersucht also diese Nobel-Mörder-Cases. Oh, er hat selber nach Hilfe verlangt. Als Bodyguard sollen wir dienen. Gerade bei so einem, ich nenne es mal Mastermagier wie Cliff, ist es doch eigentlich ziemlich verschenkt. Okay, also falls er dann doch durch einen der Mörder, falls es mehrere sind, in den Nahkampf gedrängt werden würde, könnte er sich dann nicht verteidigen. So, und Sarah kam wohl auch zu derselben Entscheidung. Übrigens ist mir aufgefallen, dass meine Tonaufnahme unter Umständen in den bisherigen Videos abgebrochen sein könnte. Ich habe jetzt nochmal an meinen Einstellungen gearbeitet und hoffe, dass es besser geworden ist. Jetzt ist leider ein Nachteil, dass man öfter meinen Bruder während der Aufnahme hört. Shield Plains. Ja, dann machen wir uns da doch mal auf den Weg hin, ne? Ich freue mich auch schon ehrlich gesagt mal mit Annette kämpfen zu können. Und... Ja, alles klar. Da können wir ziemlich wenig machen, ne? Dann gehen wir da einfach mal hin, ne? So, einfach mal schauen. Wie verhält sich denn Annette im Kampf? Das sieht gut aus. Schade, ich dachte, sie würde sich wieder bewegen. Leider habe ich auch mit Annette... Oh, cool. Leider habe ich auch mit Annette das Problem der FPS-Drops. Aber ich kann die FPS-Drops, die FPS grundsätzlich leider nicht mehr sehen. Oh. Ich glaube, das ist jetzt auf dem Video drauf, dass ich da auch wieder harte Drops hatte. Oh, da muss ich hin. Glaube ich, hoffe ich.
Da wir jetzt mit Annette spielen und Annette auch ziemlich overpowered ist, glaube ich, brauchen wir nicht unbedingt Level grinden. Money grinden jetzt auch nicht so unbedingt. Deswegen rushe ich jetzt erstmal einfach nur durch. Dann kommen wir auch in der Story mal ein bisschen weiter. Also sonst, da haben wir ihn auch schon. Okay, und wir sind hier dann auch noch falsch gelaufen. Da haben wir auch nichts, was wir einsammeln können. Ja, dann. Dass es sie wundert, kann ich verstehen. Aber dass es sie nicht stört, umso mehr. Ich meine, die beiden sind ja eventuell in der Zukunft in einer etwas intimeren Beziehung als nur Freundschaft. Aber scheinbar scheint er mittlerweile zu wissen, dass er seinem Gegner nicht alleine gegenübertreten kann. Er kann den Dämon, der sein Ziel beschützt, nicht mit seiner Spirit-Magie verletzen. Das ist natürlich doof. Alles klar, ja, dann entfernen wir das Viech doch mal eben. Nara. Ja, ich glaube nicht, dass er das so. Ah, er steht unter einem Kontakt, niemanden vorbeizulassen. Alles klar. Er wurde also beschworen und musste in einen Pakt treten. Naja, selbst wenn er das uns nicht sagt, ich glaube, das werden wir dann auch gleich herausfinden, wenn wir den dann mal kräftig den Hintern versohlt haben. Ich bin. Oh, wir können es nicht benutzen. Schade. Ich finde alleine den Namen von diesem Skill schon super geil. Ich finde Sensen an sich schon Bombe, aber. Oh, Death Scythe. Klingt ein bisschen over the top, aber trotzdem geil. Okay, also wir drücken eine Menge Schaden. Während er so ziemlich gar nichts macht. Ja, auch wieder ein ziemlich einfacher Kampf, auch wenn ich gerne den Master Skill von Annette benutzt hätte. Und wir kriegen sogar ein Level abgeschenkt. Auch, dass man Durandal mit in das Spiel implementiert hat, finde ich an sich ganz cool. Es gibt ja die drei legendären Schwerter aus der Artus-Saga. Das wären ja einmal das Eisschwert Excalibur. Oder Eisschwert im übertriebenen Sinne. In manchen Gegenden oder in manchen Geschichten hat es halt diese Eisaffinität. Dann gibt es das Schwert des Artus-Mörders, Mordred. Das wäre dann Clarend. Und Durandal ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, das Schwert von irgendeinem Siegfried gewesen. Und Durandal wird die Windaffinität zugeteilt. Und das vierte Schwert weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Okay, also obwohl der Kampf so einfach war, ist Annette der Meinung, dass es ein High-Level Demon war. Allerdings hoffe ich so nebenbei, dass euch meine Schwertergeschichte von gerade eben nicht gelangweilt hat. Wäre cool, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könnt. Dann würde ich eventuell auch mal öfter so ein paar Hintergrundideen sammeln und sie dann auch zur Schau tragen. Okay, also je mächtiger der Dämon, desto größer ist die Kompensation, die man leisten muss. Ja, ach, ich dachte, wir können weiterlaufen.
Oh, schon wieder FPS-Drops. Okay. Die Villa des Kabinettssekretärs. Ja, dann wollen wir da doch mal rein. Oha. Scheint so. Als wäre, na, wer ist es? Also gerade eben hieß es Rotting Flesh, also verrottendes Fleisch, und deswegen verstehe ich nicht, dass man sagt, 2 oder 3 Tage seit seinem Tod. Der Raum sieht auch danach aus, als wäre es ein ziemlich extremer Tod gewesen. Alter, Streifen aus dem Gesicht wurden herausgeschnitten oder herausgerissen. Okay, also das war nicht der Kabinettssekretär. Zumindest scheint es danach. Also diente der jetzt Tote als Sündenbock. Okay, also Cliff meint, da keine Bodyguards da waren, ist es eindeutig ein Sündenbock, weil ansonsten wären die Bodyguards auch gestorben. Und der Dario, also der Kabinettssekretär, ist wohl dann mit seinen Bodyguards geflohen. Oder eventuell sogar wollte, dass der jetzt Tote auch getötet wird. Okay. Und der Mörder würde dann wohl sofort auf ein nächstes Target überspringen. Demnach könnte der Kabinettssekretär wohl bereits damit gerechnet haben, dass er auch fokussiert wird, wenn es um die Mörderfälle geht, um die Mordfälle. Und er hätte vielleicht sogar eine Drohung bekommen haben. Okay, Annette geht davon aus, dass der Dämon den jetzt getötet hat. Und Cliff sagt, dass die anderen Getöteten alle vor ihrem Tod extrem gequält wurden. Und geht deshalb davon aus, dass dieser Fall nicht mit den Serienmorden zu tun hat. Okay, also wieder ab nach Hause, weil der Kabinettssekretär noch immer getargetet werden könnte. Oh, ja, das ist natürlich eine schwere Entscheidung, ob man ihn wirklich schützen soll, wo er ein anderes Leben über das eigene gestellt hat. Auch da, ich stimme Annette aber zu, also ich würde es auch nicht einsehen, einen solchen Mann verteidigen zu müssen. Also erstmal den Serienmörder finden. Aber Cliff stimmt ihr zu, wenn es um jemanden gehen würde, den er privat gekannt und gemocht hätte. Oder hat. Natürlich kann er die Leute, die er kennt und die ihm nahestehen, schon an den Händen beider Hände abzählen.
Ohoho, wir kommen in die Beziehungsgeschichte rein. Ja oder nein? Gehört sie dazu, Cliff, oder gehört sie nicht dazu? Also, sie gehört dazu. Mein Gott, packt doch einfach aus. Ah, okay. Also die Special Forces selber waren auch schon oder die haben auch schon den Kabinettssekretär verdächtigt. Und Viola hat ihn sogar verfolgt. Okay, und dann ist Clashier natürlich los. Und Eliza wurde jetzt als Täterin der Serienmorde verhaftet. Ja, gut. Okay. Ja, aber das wäre dann ja nur einer. Ne? Und nicht alle. Aber scheinbar hat sie wirklich Erinnerungslücken. Sie war so zusammen mit Minerva und hat jemandes Anwesenheit gespürt. Sie rannte dorthin und fühlte sich benommen. Und als nächstes stand sie dort in Blut getaucht, alles klar. Ja, und da sie Klaschieren nicht anlügen würde, glaubt sie ihr natürlich. Ja, wäre cool, wenn wir sie dort wieder rausholen könnten. Es ist Eliza. Natürlich ist sie unschuldig. Annette hat uns zu sich gepfiffen, direkt als wir wieder kamen. Ja, typisch Eliza. Oh, kann man so sagen. Na, das glaube ich jetzt nicht so ganz. Ich meine, sie macht ihr für Cashier zum Beispiel dauernd Probleme. Sie hat Angst davor. Ah, ja. Okay, also von denen ist eigentlich keiner in den Sachen Eliza betreffend erlaubt. Ja, und Clashier hasst natürlich, wie machtlos sie sich jetzt fühlt. Ich glaube, Falke will sie retten. Ja, er will sie rausholen. Oh, er braucht zwei Veteranen, um ihn zurückzuhalten. Aber auf der anderen, ich glaube nicht, dass sie ihn tatsächlich zurückhalten könnten, selbst wenn sie es wollten. Solange er es nicht will. Zumindest nicht zu zweit. Da wage ich auch nochmal eben kurz reinzugrätschen, weil ich glaube, sobald Elizas Gegenüber sich wehren würde, würde Eliza wieder
oder würde Eliza auf jeden Fall in ihren Blutrausch fallen. Und schon in der Night Academy haben wir bemerkt, dass Eliza auch Tashir eventuell getötet hätte. Daher kann ich dem jetzt nicht ganz so zustimmen, dass sie niemals jemanden ohne Grund töten würde. Okay. Die wollen es auch wissen. Ja, wir also Tashir erzählt jetzt über ihre Konversation. Marionettenspell, also ich stelle mir das gerade als eine Art Gehirnwäschezauber vor. Weshalb das jetzt nicht auf Eliza wirken sollte, laut Annette, weiß ich auch nicht. Okay, es ist also ein Gehirnwäsche- oder Gedankenkontrollzauber. Also, je stärker der Wille und das Ego, desto schwieriger ist es, diesen Spell auch durchzukriegen. Ja, Eliza selber ist ein einziger Klumpen-Ego. Das ist allerdings wahr. Also, würde dieser Spell eigentlich unter gar keinen Umständen bei ihr wirken. Also, jeder glaubt jetzt mittlerweile, dass sie unschuldig ist. Azara und Sepp sind wieder da. Und ich glaube, wir werden jetzt hören, was Eliza passieren wird. Eliza soll getötet werden. Mir gefällt das gar nicht. Das Gute ist, das wird nicht sofort passieren, sondern erst in einer Weile. Das heißt, eventuell haben wir die Möglichkeit, sie zu retten. Jeder war sprachlos. Ja, aber das ist ja nur Beweis für einen eventuellen Mord. Okay, also interessiert sich gar keiner über die eventuellen Beweggründe, die sie gehabt haben könnte. Sondern du tötest die und dann schippst du auch. Das ist aber eine gute Frage, wenn alles momentan gegen sie spricht, wieso wird dann die Exekution hinausgezögert? Also sobald sie davon Wind bekommen hat, dass Eliza festgenommen wurde, hat sie sich darum bereits gekümmert. Okay, also Viola und Cliff sind es scheinbar. Ja, klasse. Okay, also die wichtigen Leute, mit denen sie gesprochen haben, sind wohl alles selbstsüchtige, faule Säcke. Arschlöcher halt. Typisch Nobelmenschen. Okay, also Sarah befürchtet sogar, dass man jetzt belauscht werden könnte, also sollte er nicht in dem Sinne über diese Leute sprechen. Okay, aber ihn scheint es nicht zu stören und sie soll es erklären. Ah, Eliza might not actually be the killer. Das heißt, es wird sogar vermutet, trotz aller Beweise, dass sie nicht der Täter ist. Okay, das heißt, jetzt geht es grundsätzlich darum, um festzustellen, solange Eliza jetzt in Haft ist, muss sie unschuldig sein, wenn diese Serienmorde weitergehen, aber wenn sie jetzt stoppen würden,
würden die Nobelleute sagen, Eliza ist schuldig und sie würde dann auf der Stelle exekutiert werden. Die Frage stellt sich jetzt nur, über welchen Zeitraum hinaus lassen die das jetzt so laufen, wenn jetzt keine Morde mehr passieren. Ja. Das heißt also, wir haben ein unbestimmtes Zeitfenster, sag ich mal, in dem wir feststellen können oder feststellen müssen, dass Eliza unschuldig ist. Ja, dann lass mal anfangen. Ja, die gute Frage ist, was haben wir jetzt vor? Okay, also eine Resistenzgruppe scheint verdächtig. Okay. Die sind Gerüchten zufolge im Regierungsbereich der in Victor tätig. Oder damit zumindest vernetzt. Und ja, weiterhin untersuchen bringt ja auch nichts. Also, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja, dann schnappt euch mal Sepp. Packt alle in eine Party, spaziert dort rein und räumt da mal kurz auf. Also, Rin platt machen, festnehmen. Infiltrieren bringt nichts. Ja, dafür fehlt auch ehrlich gesagt die Zeit. Okay, wenn wir also offen agieren, besteht die Gefahr, dass wir den wahren Täter alarmieren. Apostel. Das klingt irgendwie story-relevant. Also eher Mafia als Resistenzgruppe. Okay, die haben also ein ganzes Dorf übernommen. Okay, also Sarah und Sepp haben sich das auch schon gefragt und haben Viola und Cliff das ein bisschen untersuchen lassen. Laut Viola weiß davon niemand außer den jetzt gerade Anwesenden, weil das sonst von irgendwem unterbunden hätte werden können. Habe ich das gerade richtig ausgesprochen? Egal. So, und jetzt. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn sie gewusst hätte, wer denn jetzt der Täter sein könnte. Also, es könnte sogar jemand anders gewesen sein, der den Kabinettssekretär umgebracht hat, da der Tod ziemlich unterschiedlich war zu den übrigen. Und Eliza ist nur ein Mittel zum Zweck für irgendeinen Regierungsfuzzi, der gerade in Macht Verschiedenheiten geraten ist, also in Machtkämpfe verwickelt ist. Zumindest ist es das, was Sepp vermutet. Und er geht davon aus, dass das wahr ist. Das heißt, jetzt gehen ein paar von uns dorthin und können dort eventuell aufräumen. Oh Mann, ich will nicht mit Viola. Viola kämpft doch eh nicht. Ja, Clash hier und Viola, alles klar. Gut. So, auf nach Meryl. Oh, shoppen. Unwichtig. Runter. Vielleicht. Gib mir was Gutes. Leider nein. Ja, gar nichts. So ein Scheiß. Na,
Nein, nein. Okay, dann hin. So, mal eben schauen. Wir sind ja nicht Level 25, wenn ich mich nicht irre. Hier sind wieder die großen Orks. Okay, aber die sind jetzt geschenkt. Mal ganz blöd gefragt, auf welchem Level sind wir denn gerade überhaupt? 26. Also wir sind sogar auf dem gleichen Level wie Annette, aber Annette scheint trotzdem deutlich bessere Stats zu haben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Schade, dass wir sie nicht weiterhin spielen dürfen. Aber die Monster von... Warte mal, haben wir von dem noch 120 EP und 120 Gold bekommen? Ah, das war Schaden, okay. Ja, 150 EP sogar. Das heißt, die Orks werde ich mit aufräumen, die anderen eher weniger. Da ist noch einer. Ich glaube, unten geht's auch noch irgendwo lang. Vielleicht finde ich dort noch eine Kiste, wo ich ausnahmsweise mal was Nützliches rausziehen kann. Ah, ne, ich habe mich getäuscht. Unten geht's nicht weiter. Jetzt komme ich um den Fight nicht herum. Na, so ein Scheiß. Ich meine, ich krieg von den Orks mehr als das Doppelte. Und deswegen nehme ich die auch gerne mit. Burst Purgatory Slash. Das klingt gar nicht schlecht. Was macht das denn? 70. Also das finde ich ein bisschen sehr happig. Da finde ich ehrlich gesagt, da war Mana noch immer beim Aufleveln dazu kriegen, finde ich Mana noch ganz okay. Aber die TP-Kosten finde ich ein bisschen extrem. Aber es geht ja nicht nur darum, sondern dann auch um Money, damit wir zumindest für Cashier bessere Waffen kaufen können. Wenn der Shop denn irgendwann mal wieder bessere Sachen hat. Da ist noch einer. Und da ist ein schwarzes Brett. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwas machen. Da kommen wir aber gar nicht hin. Der hat Angst. Nein! Fuck. Egal. Weg mit dem Viech. Hier ist noch ein Ork. Oh. Dafür, dass das so wenig Schaden gemacht hat, hat sich Clash hier aber gerade ziemlich angestellt. Der haut sogar von mir ab. Der allerdings nicht. Das heißt, den machen wir dann auch noch. Da ist dann auch nichts mehr. Da hätten wir zwar auch noch lang gehen müssen, aber... Geht doch. Ich habe euch ja erzählt, dass ich jetzt mit einem neuen Controller spiele. Und ich muss sagen, das fühlt sich deutlich besser an. Ist gut möglich, dass ich das bereits erwähnt habe. Aber einfach nur, um nochmal auf Nummer sicher zu
zu gehen. Also momentan spiele ich mit einem, ich nenne es mal Xbox-Plagiat. Es ist tatsächlich ein PC-Controller, der aber problemlos auch an der Xbox benutzt werden kann. Den hat mir mein Bruder verkauft und ich dachte mir vorher, ich probiere das erst einmal an einem anderen Spiel aus. Das Spiel wird hier übrigens auch noch auf dem Kanal landen. Und mir gefiel das Handling deutlich besser. Die Steuerung ist grundsätzlich meiner Meinung nach besser. Und ja, auch wenn es jetzt in diesem Spiel noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil es doch nicht ganz so ist, wie ich es gewohnt bin. Aber das ist ja eher zweitrangig. Und falls sich das einer fragt, weil die Orks gerade so ein bisschen aus dem Bild geschnitten sind, da man den Kopf nicht komplett sehen kann, das liegt nicht am Bildschirmscaling, sondern an irgendwas anderem, wahrscheinlich weil das Sprite halt genauso aussieht. Die Sache ist, dass man das Scaling hier gar nicht verändern kann. Du kannst entweder auf Vollbild spielen, was unglaublich Krätze ist, weil das Spiel dann einfach nur noch scheiße aussieht. Oder halt so. Du kannst aber keine direkten Bildschirmscalings einstellen. Das funktioniert leider weniger. So, hier ist nichts mehr, ne? Da kommen wir auch gar nicht lang. Ach, das ist sogar hochgelegen. Ja, gut. Alles klar. Wir sind im Dorf. Okay. Die Stadt sieht sogar noch gefährlicher aus als das, was Clash hier gehört hat. Es liegen in der Stadt, mitten in der Stadt, eventuell sogar eine oder zwei Leichen rum. Ich behaupte mal, die Stadt ist am Abgrund. Ah, wir wurden also bemerkt. Die wollen was von mir. Die wollen eindeutig was von mir. Und ich hoffe, wir sind uns alle einig, was es ist. Ich werde sie nämlich nicht aussprechen. Ah, das hört sich gut an. Ich bezweifle, dass sie einfach nur ein freundliches Gespräch haben wollt. Ja, wo willst du denn hin? Sag was, mir ist es egal. Ich will jetzt einfach mal da noch mit. Was ist? Lass uns da mal kicken. Ob keiner kickt. Okay, also wenn wir nicht wollen, dann mal, dann sorgen sie dafür, dass wir es trotzdem werden, ja. Ja. Ich glaube, das hat sich dann ziemlich schnell erledigt. Also, der Boss heißt Silvester, okay? Gut, dann beenden wir das jetzt hier und werden dann beim nächsten Mal mit dem Aufräumen dieses Dorfes weitermachen. Davor möchte ich euch noch einmal kurz bitten, mir in den Kommentaren zu sagen, wie ihr das denn bisher findet, mein Gameplay, ob euch das Spiel gefällt. Oder
ob ich irgendwas verbessern könnte an dem, was ich hier mache. Ich würde mich über konstruktive Kritik auf jeden Fall freuen. Und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.